Ja, und damit herzlich willkommen zu einer, beziehungsweise zur allerersten Folge von Spider-Man. Ja, ihr werdet euch fragen, wieso ich so ein Let's Play angefangen habe, aber es ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Leider müssen wir das auf, wie heißt das, Englisch spielen. Kid Mode. Kid Mode. Kid Mode. Ich kann mich noch daran erinnern, als Kind habe ich immer damit rumgespielt, so Kinderleicht, Kinderleicht. Und das hat er immer in allen verschiedenen Stimmen gesagt. Und das Tolle am Kid-Mode ist, man kann ja als Spider-Man, indem man springt und danach R2 oder so drückt, so einen Faden spinnen, um sich halt umherzuschwingen. Und im Kid-Mode ist einfach so gewesen, man muss zweimal X drücken, damit das funktioniert. Aber dazu noch später mehr. Oh Gott. Technology is the light that will cut through the darkness. When humanity conforms to a single truth, a truth based in technological progress and scientific method, we will be unstoppable. I, Dr. Otto Octavius, vow as a scientist and businessman that my duties to humankind will be fulfilled. Thank you. Thank you. Yeah, nice words, Octavius. These executives knew you the way I do. I wonder if they'd be so quick to applaud. Just keep shooting, Eddie. When J. Jonah Jameson sees these photos, my career is gonna be right back on track. Check one, one. Where's your 20? Just backstage. College. Who dares? Face me, coward! Face a worthy foe. Spider-Man? Last time I checked, I was Spider-Man. Spider-Man? What's he doing? Gotta get into my costume and take out this imposter. I can't get free of this crowd. I can't get a shot. Jameson would pay any price to get this kind of dirt on Spider-Man. Move! That was Eddie Brock. Who the? He looked familiar, but... Whatever, stay focused, Brock. He's stealing Octavius's device. Oh, no, he sees me. My camera! No! Ah, it's over. It's all over. I blew it again. Oh, I can hear Jameson's voice already. Brock, you loser! If I had given a real photographer that job, I would finally have the evidence to send Spider-Man away forever! You're through, Brock! When I am done with you, you won't be able to get a job taking wedding pictures in Siberia! I tried to fight it. That's not it! Can't fight him anymore! Again, innocence falls prey to the evil of Spider-Man. Rest easy, Brock. Venom is here. And if it's the last thing we ever do, Jameson and the insect are gonna pay. Phase one completed. Let us begin phase two. Yeah. It begins. Ja, es ist gerade ziemlich viel passiert, um das kurz zu fassen. Jemand hat sich als Spider-Man verkleidet und hat eine wichtige Sache gestohlen. Spider-Man Co-Creator Stan Lee here. Once again, we find our hero Peter Parker, better known around the world as the Amazing Spider-Man, in a heap of trouble. But this is just the beginning, Spidey fans. So get ready for a true superhero action thriller, packed to the brim with thrills and chills, twists and turns, more supervillains than you can shake a web at, and of course, non-stop web-slinging, wall-crawling action. Hey, Spider. Hey, Black Cat. What's going on? I know there's been some trouble, but the bank's being robbed, and they've got hostages. Use your Spidey compass to get to the bank quickly. Thanks, Cat.
Dead Booty. Ja, aber nochmal kurz zur Erklärung, was gerade einfach passiert ist. Jemand hat sich als Spider-Man ausgegeben und eine wichtige Apparatur gestohlen. Und ja, diese Person, ich glaube Brooke hieß der, der halt Fotograf ist und eigentlich gemeinsam mit diesen Fototypen da Spider-Man aus der Welt schaffen möchte, hat es halt nicht geschafft, also der hat es geschafft, Fotos zu machen, die aber von diesem Fake Spider-Man zerstört worden sind. Und ja, danach ist es sauer geworden, Venom hat über ihn Kontrolle genommen und ja, jetzt möchte der genauso Angst und Schrecken verbreiten, um Spider-Man halt alles heimzuzahlen. Und ja, ich denke, ihr habt damals den Film und alles gesehen und es ist nicht dasselbe, es ist eher auf Comics aufgebaut, was hier alles passiert. Und es werden auch Charaktere aufkommen, die ihr gar nicht aus dem Film kennt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe dieses Spiel damals sehr gemocht. Ich mochte einfach die Möglichkeiten, dass es hier so viel zu tun gibt. Those hostages need my help. Ja, ja, beruhig dich. Okay. Erstmal schauen wir uns an, was wir machen sollen. Komm over here. When a building is close enough, you can swing to it. Press the jump button and then press and hold the R2 button while in the air to swing. So. R2 ist das nämlich und als Kind im Kindermodus muss man nur X und dann nochmal X drücken. Ja. So, und wir haben ja auch die Möglichkeit, an Wänden zu klettern, ganz easy. Hier haben wir auch Patronen, um unsere Schüsse aufzufüllen. What's up, Cat? Spidey, that's a web cartridge. You can carry up to 10 of them. So. Spider sense tingling. Something's going on here. Kamera kann ich nicht bewegen, wieso auch immer. So, okay, es gab aber auch eine Möglichkeit, sich irgendwie langsamer an die Rand zu nähern, aber das ist erstmal egal. Ich frage mich nur, wieso ich die Kamera nicht selber wechseln kann, das ist sau schlimm. Der wechselt die einfach jedes Mal dahin, wo der hinschaut. So. Puh. Diese Gegner werden später noch nerviger und es gibt später noch coole Sachen, die ich euch zeigen kann. Ich muss aber selber erstmal nochmal das Spiel wieder lernen. So, hier oben ist ein, hier unten ist ein Typ. Kann ich hier nicht genau. Ich wollte gerade sagen, man kann den nämlich auch einsperren, statt die ganze Zeit einfach nur anzugreifen, was einfach viel einfacher ist. Aber es nimmt halt von unserem Web was weg. So, wir können ja mal ein bisschen weiter schauen. Man konnte, glaube ich, zu den Fantastischen Vier da hinten, um sich einen Webcomic oder so zu holen. Und hier vorne, glaube ich, auch. Compass will help me find the bank. So, und die andere Person, die ihr da mit Dr. Octavius gesehen habt, das ist der liebe Cletus, beziehungsweise Carnage. Er sollte hier eigentlich auch sein. Wir können. My Spidey Compass will help me find the bank. Wir können. Ach ja, super. Jetzt glitsch ich in einem Teil fest. Egal, wir schwingen uns erstmal weiter. Was? Ja, geil! Ja, wir haben halt die. Nein! Ich wollte euch gerade nur einfach dieses Poster zeigen. Fuck it. Auf jeden Fall, Cletus oder halt, Carnage, wie ihr ihn nennen möchtet, ist euch belassen. Das ist kein blauer bzw. schwarzer Symbiont wie Venom und macht nicht aggressiv, soweit ich weiß, sondern es ist eher ein, es ist ein roter Symbiont und dieser hat einen Psychopathen befallen, soweit ich mich noch richtig erinnere. Ich habe damals mal ein bisschen von den Comics gelesen und alles, aber ist schon echt lange her. Hey, hey.
Oh Mann, ey. Dieses Spiel. Da ich da gerade einfach so gestorben bin. Whoa, police choppers. So. I'm already at full health. Soweit ich mich erinnern kann, sollte man den Sprung schaffen, genau. Eagle One to Tower 1033 in progress. En route to bank. Roger, Eagle One. Keep your eye out for Spider-Man. If Halloween Boy shows up, he's one dead bug. New York City Police Department. Need an exhibit at once. Lay down your arms and prepare to... These guys are serious. In diesem Kapitel geht es erstmal darum, dass halt eine Bank überfallen wird von Leuten und... I can't believe they shot down those police choppers. Yeah, just my luck. I'll probably get blamed for that too. Is that the bank ahead? Yes, but be careful, Spider. I saw the chopper dropping off armed robbers on top of the bank. Thanks for the heads up, Cat. Auf jeden Fall sind halt Leute, die einen Aufstand machen und da hinten. These will help restore my health. Das hast du doch schon gesagt, Spidey. Diese Leute da hinten möchten halt die Bank ausrauben. I bet I can get into the bank through the top of this building. Und die haben halt die Polizisten angegriffen. So, ich muss jetzt nur schauen, wie ich die am besten erledige. Vielleicht fange ich erstmal an, hier auf die kleinere Plattform zu springen. Compliments of your friendly neighborhood Spider-Man. So, die anderen haben mich noch nicht bemerkt. Nein. Hey, hallo, ich sehe nichts. Ich kann mich hier nicht bewegen. Oh, das ist echt schlimm. Yeah, that's right. Yeah, that's the last one. Still all right. Hä? Erst zerbricht das Glas und dann schießt er dagegen. Was? Oh Gott, Spidey. Ja, ja, einmal speichere ich. Wir nennen uns einfach A. Oder auch nicht. Ich speichere einfach per Emulator, dann ist das schneller. Ja, ein bisschen verglitscht scheint das schon zu sein. Well, I hope they don't mind if I make a quick deposit. Looks like I've got company. Oh, wow. Ich muss gerade gucken, was es noch für Moves gab. Also, kleinen Moment. Ich werde jetzt ganz kurz einmal schauen. Nee, das ist nicht das, was ich möchte. Ich mein, möchte keinen Kampfshot an die Wände. Ah, okay. So konnte ich zielen. Okay, das wird sich als nützlich erweisen. Ah, okay. Und das war das andere, was man machen kann. Genau. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich Leute auch noch hochziehen konnte an die Wand. Ich meine, damals ging das. Also wir können uns hier einmal umschauen. Wir gehen erstmal wieder an die Decke. Tut mir leid, dass ich gerade hier war. Hey. So, einmal hochziehen. Okay, ich kann den nicht hochziehen. Wenn ich schlage, falle ich nicht runter. Hm. Do have hostages. I have to make sure they don't get hurt. Ich muss gerade ein bisschen nachdenken, welche Tasten man noch so alles benutzen könnte oder kann. Weil eigentlich meine ich, dass man die sofort auch instant töten kann. Aber ich bin gerade zu blöd dafür. Nee. Hm, egal. Wir werden das später noch erfahren. Da vorne ist zum Beispiel ein Hinweis. Vielleicht erklärt er mir, was genau ich tun soll.
Holding down the L1 button allows me to target my web. If the reticle turns green, I can press R2 to swing to that point. Wow. Der hat mir gerade nur gesagt, dass ich das hier machen kann. Ja, super. No, man, I'm out. So, dann versuchen wir mal da hinten hin zu schwingen. Können wir auch... Aha. Ich möchte den Typen unter mir... Ey, das ist manchmal echt eine Sache, die komisch ist in dem Spiel. Danke. Aber wir haben auf jeden Fall die erste Geisel befreit, die eigentlich gerade auch ziemlich einfach sterben könnte durch den Fehler, den ich hier gemacht habe. Looks like that room there controls the security doors. The door is locked from the inside. So. There's gotta be another way in. I can zip straight to the ceiling by pressing R1. Ja, das weiß ich ja. Soweit bin ich ja jetzt auch schon gekommen, dass ich mit R1 da hoch kann. Aber die anderen Sachen kriege ich nicht hin. Ach ja. Das muss ich echt noch wieder nochmal lernen, Leute. Aber sobald ich es wieder drauf habe. Ich meine, das ist die erste Folge, ja. Also für die erste Folge... What? Für die erste Folge geht es ja echt klar. Wenn ich mich da selber noch nicht so ganz eingefunden habe. Ich habe es halt damals gespielt. Und damals meine ich echt damals. Das ist locker 12 Jahre her oder so. Hm. Ich muss halt in den Raum. Aber wie komme ich denn da rein? Ich kann mal schauen, ob es hier einen anderen Weg gibt. Vielleicht hier drüber. Ne, leider nicht. Ich gehe mal durch die Tür hier. Okay, da gibt es erstmal eine Munition. Und das Tolle an dem Spiel ist, man kann hier 1000 verschiedene Spider-Mans freischalten. Also ich kann so einen Strom-Spider-Man freischalten und generell viele verschiedene. Klettern hier lieber vorsichtig runter. Looks like these switches can open the security doors. Man konnte irgendwie auch so einen Ball verschießen. Ich probiere es mal ganz kurz. Schlagen. Das ist greifen, okay. Das ist treten. Okay. Also es gibt hier viele verschiedene Kombos. Es gibt aber auch einen Fadenschuss, meine ich. Das wollte ich nicht. Wie macht man nur den Fadenschuss? So vielleicht? Nee. So kann ich ein bisschen Zeug da dran sprühen. I'm already at full health. Ja, ja. Und da hinten noch einmal die Tür. Den Typen haben wir ja befreit. Oh oh. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Der andere bemerkt mich, sobald ich den einen angefangen habe. Hm. Geht das irgendwie auch lautlos? Das frage ich mich gerade. Wow, der Ton hat mich echt erschrocken. Naja, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Ich hoffe natürlich, dieser Part hat euch gefallen, auch wenn es vielleicht erstmal ein bisschen unübersichtlich ist, gerade auch für mich. Und ja, wir sehen uns dann und haut raus und bis demnächst. Ciao.